Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio Fabrikentausch. Und jetzt habe ich das extra so schön weit nach da oben gebaut und dann halt sowas, ne? Vor allen Dingen irgendwie, also das, Gut, also so viel zu meinem Plan für, ich mache das mal alles schön nach da ganz oben und schön weit weg und halt nicht hier so nah dran, weil, vielleicht lassen wir das für den Moment trotzdem so, dann würde ich sagen, baue ich hier mal, man kann das ja auch problemlos ändern, wenn man das dann braucht, hierfür brauchen wir Stahl. Ich würde sagen, zumindest das alte da unten, also das, was so ganz dem alten entspricht, das bauen wir dann mal ab. Da baue ich dann also mal so eine Storage Chest hier irgendwo an einen passenden Roboport mit dran, zum Beispiel hier. Und dann würde ich sagen, brauchen wir einmal dann brauchen wir das hier eigentlich nicht mehr, ne? Ja, da kommt der ganze Kram nämlich weg. Müssen wir jetzt gucken, dass die Stromanbindung noch ausreicht nach da hinten. Dafür brauchen wir also wieder solche großen Masten, die dann hier entsprechend angeschlossen sind. Könnten wir machen, indem wir ich würde sagen, hier und dann können wir den nächsten zum Beispiel nach hier bauen. So, und dann sollte die Stromanbindung davon von dem Zeug eher gesichert sein. Jetzt braucht das Ding nur halt irgendwie mehr Bauroboter. Und andere Dinge. Es braucht ja auch diese Substations. Die haben wir noch gar nicht hier drin. Mal gucken, ob eigentlich noch ein paar Bauroboter hier bereit liegen. Ja, sind wir schon mal wieder drei bereit. Und für diese Substations brauchen wir Kupfer, Stahl und die roten. Ja, also das, ja, Kupfer haben wir hier, Stahl läuft hier oben irgendwo rum, da kommt das Stahl, Kupfer und hier sind die roten Platten. Also es wäre nicht völlig abwegig, das irgendwo hier in die Nähe hinzubauen. Vielleicht sollte man irgendwo noch ein Kupferband dazu bauen, hier, welches hier rüber geht, ja, damit das hier halt getrennt wird. Ja. Ich habe schon unten mit den Splittern das schlechte Erlebnis gemacht, da wusste ich nicht genau, wie das funktioniert, weil ich sie nicht benutzt habe und festgestellt, es funktioniert scheinbar so nicht. Das könnte man natürlich machen, indem man das hier irgendwo zwischendurch nimmt, vielleicht auch einfach hier unten lang. Und dann könnte man nämlich dieses Eisenband hier oben nehmen. Ich lenke mich aber gerade auch ein bisschen von diesem Substation-Plan ab. Nee, warte mal, ich muss vielleicht mal zuerst mal mich um diese roten Platten kümmern. Die roten Leiterplatten. Hier läuft gar nichts, weil kein Plastik läuft und es läuft kein Plastik, weil Plastik. Das mit dem Strom wird sich jetzt ja, denke ich mal, gleich erledigen. Also gleich, das wird natürlich dauern, aber es sollte jetzt halt von automatisch immer besser werden. Und der hat keine Kohle. Ach ja, genau, hier wurde ja auch Kohle gebraucht. Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Gut, da müssen wir halt doch dieses Kohleband. Ich habe schon irgendwie gedacht, man könnte das jetzt abbauen, aber das ist dann ja, dem ist dann ja doch nicht so. Wobei es muss ja vielleicht nicht mitten durch die Basis gehen. Ne? Wir könnten ein Kohleband. Gut, macht es jetzt besser oder schlimmer? Ich weiß nicht so genau. Ob wir das jetzt hier einfach umbauen. Die Kohle wird gebraucht aktuell. Ja gut, die wird hier in Zukunft halt nicht mehr gebraucht. Und dann braucht man eigentlich dieses Band nicht mitten durch die Basis. Deswegen wäre ich schon dafür zu sagen, wir holen das unten lang. Ich sammle jetzt erst nochmal Förderbände ein. Sammel, sammel, sammel. Und dann
Habe ich jetzt hier immerhin 300 Förderbänder. Das könnte ja vielleicht sogar reichen. Mal gucken. Es geht, dann würde ich sagen, also gleich, was haben wir hier eigentlich auf dem Band? Da sind die Motoren drauf, die habe ich hier. Okay, ich möchte das dann zu dem Band in die Nähe packen, den Kohletransport, damit wir hier halt wieder eine so eine Schneise haben, die da runter geht. Und ja, dann machen wir das hier so. Zamba Zamba. Und ja, auch von hier oben geht es dann weiter. Brauchen wir hier an der Stelle eine Unterführung. So, hier das Ganze einmal durch. Und ja, ich würde sagen, fürs Erste nehmen wir einfach hier ein paar von den Greifern, die das hier nach hier unten liefern, die Kohle. Und ja, das können wir dann auf lange Sicht da oben halt abbauen alles. Ja, die Roboter, die kann man natürlich auch noch schneller forschen und so Sachen. Das haben wir alles noch nicht gemacht. Also in dem Tempo ist es natürlich schon wirklich sehr langsam. Wir sind mal wieder drei fertig. Können wir mal freilassen. Ja, hier geht schon ein bisschen was. Ne? Ist schon ordentlich Verkehr, der hier rumfleucht und ja, schön für uns aufbaut. Ausbaut. So wie es sein soll. Gut, was ich eigentlich machen wollte, war hier die Kohle. Die soll ja angeschlossen werden, musste ja an den an das Werk hier hinten am Ende. Ja, das heißt, wir könnten die Kohle hier runterholen. Die Kohle wird nur gebraucht für hier fürs Plastik. Ja, das heißt, hier runter wäre eine Möglichkeit. Finde ich auch nicht irgendwie suboptimal. Ist alles suboptimal, ist egal. Auch das hier, das kommen wir ja kaum vorbei. Ich meine, wir können jetzt hier noch ein bisschen haben wir noch. Jetzt haben wir keine Steine mehr, na toll. Aber hier könnte man so durch. Vielleicht sogar hier auf der Innenseite. Nee, komm, wir lassen das. Wobei, man könnte dann natürlich diese Unterführung hier entfernen. Ne? Naja, ich lasse das trotzdem. Machen wir hier so. Und dann kommt das Band. Nach hier. Und dann käme es hier so runter. Das können wir ja vielleicht hier auch nochmal untertunneln. Machen wir hier mal so was Schönes da. Einmal von hier nach hier. So, und dann fehlt hier nur noch das Stück und für dieses benötigen wir sowieso nochmal eine Unterführung. Da können wir auch das hier mit untertunneln, alles klar. So, dann sollte die Kohleversorgung für das Plastik einfach wieder hergestellt sein. Das läuft jetzt hier runter, kommt hier an. Sollte funktionieren. Dann gucken wir als nächstes, was so ich war, diese Substations, die brauchen wir ganz dringend, damit hier diese Geräte arbeiten können. So, da war ich stehen geblieben, nämlich Kupfer, Stahl und die roten Leiterplatten. Rote Leiterplatten hätten wir hier. Die kommen von hier rüber. Stahl ist das Band hier. Vielleicht packen wir das hier in die Nähe von den Dingern dazu. Ne, von denen brauchen wir, glaube ich, mehr. Da sollten wir uns ein bisschen Platz lassen.
Hier könnten wir es hinpacken, aber da ist relativ, sind unsere Ressourcen relativ weit weg. Hier hätten wir schon mal Stahl, aber die Leiterplatten, wo gehen die hier auch irgendwo lang? Mensch, das ist blöd, wenn sich das Ganze nicht staut, wenn man hier einfach zu wenig Ressourcen hat, weil man nicht sieht, wo was ist. Vielleicht baue ich auch erst noch mal ein paar manuell und wir gucken erstmal, dass die Produktion hier hinten läuft. Immerhin, Grüne sind jetzt hier kein Problem mehr. Das ist ja schon mal ganz gut. Pack dann diese erstmal hier rein. Könnt ihr sich bei Gelegenheit die Roboter holen? Nee, das geht nicht. Ich will darauf nicht so lange warten. Ich brauche eine vernünftige Stelle, wo ich das hinbauen kann. Eisenplatten. Gut, gut, gut. Oder auch schlecht. Ist das hier was, was ich da hinbauen könnte? Also das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit, das in Erwägung zu ziehen, das hier nebenzustellen, neben diese Fabrik, weil es nicht ganz weit weg ist. Ja, wir haben hier die Leiterplatten, wir haben hier Stahl. Also die Ecke wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube, wir machen das jetzt mal. Wir stellen das mal nach hier. Können wir das so machen, dass wir keine zusätzlichen Stromleitungen verlegen müssen, wenn wir das hier hinstellen, ne? Das würde gehen. Weiß aber nicht, wenn man da ab und zu durch, ne, eigentlich nicht, ne? Die große Schneise ist hier oben. Insofern wäre das okay, hier was hinzubauen. Dann bauen wir hier die Substations hin. Das ist unter Logistik, Substation. Und dann brauchen wir einen langen und einen kurzen, der auslädt. Und natürlich wieder eine Passive Provider Chest. Das ist diese hier. Dafür brauchen wir ein bisschen Stahl. Den haben wir zum Glück hier. Brauchen wir auch gleich nochmal ein paar mehr von. Haben wir. Gut. Ja, im Moment, wie viele Kollektoren haben wir jetzt hier eigentlich am Netz? 150, sagt er. Ja, was natürlich hauptsächlich, also diese Substations, die müssen hier natürlich rein, sonst produzieren die ganzen nichts. Ja, dann nützt das alles nichts. Müsste das, baut das eigentlich in der Reihenfolge, wie ich es gebaut habe? Da müsste ja hier oben bald mal was sein. Schade, kann man nicht gut genug sehen. Ist zu weit weg. Will ich jetzt auch nicht ganz hinlaufen, das dauert so ewig. Dann wäre die Frage, wo ich da schon so lange hier immer laufen müssen, dass mit dem. Mit den Betons würde ich doch gerne nochmal in Angriff nehmen. Und dafür bräuchten wir also Stahl, Eisen. Fangen wir hier an. Eisenerz, Steine. Eisenerz, Steine, Stahl und Eisenplatten. So, und Wasser. So, das Eisen hätten wir hier oben. Insofern wäre es einigermaßen logisch, das hier oben auch irgendwo zu machen. Ziegelsteine könnten wir hier halt auch herstellen. Das wäre auch in Ordnung. Und das tun wir ja sogar bis jetzt an der Stelle, obwohl es an der Stelle ein bisschen ungeschickt ist. Und wir tun es auch an der Stelle. Da könnten wir das auch machen. Hier hätten wir sogar auch schon Stahl. Also hier hätten wir schon Stahl und Ziegelsteine. Da müssten wir das Eisenerz hier halt noch hinkriegen, was schon ja ein weiter Weg wäre, aber noch im Rahmen der Möglichkeiten. Fände ich aber eigentlich besser, dann die Ziegelsteine nach oben zu holen. Ja, oder wir machen halt eine zweite Ziegelsteinfabrik auf. Auch die Folge geht schon wieder zu Ende, weit werde ich damit nicht mehr kommen. Ich kann nur noch Überlegungen anstellen, die ich vielleicht in nächster Folge nochmal angehe. Das heißt, wenn wir hier eine Produktion bauen für Ziegelsteine, da können wir durchaus nochmal ein eigenes Werk für bauen, finde ich. Und dann sagen, wir bauen da, wo waren sie hin, das Eisenerz, was wir hier von hier anliefern. Dann können wir das hier hinbauen. Wir müssten dann Wasser hochholen. Da könnten wir hier eine Leitung hier zwischendurch nach hier holen. Und dann brauchen wir noch Eisen, das ist hier auch in der Nähe, das kommt nämlich auf dem Band hier entlang. Da wäre alles da, was wir brauchen. Also ich würde sagen, in der Ecke hier
würde ich das demnächst dann nochmal angehen. Jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß bei der nächsten Folge mit Garda. Und damit da halt nicht so viel doppelt entsteht nachher, stelle ich dir mal hier hin, damit Garda auch weiß, dass das hier läuft. Und ja, bis zur übernächsten Folge mit mir wieder und zwischendurch viel Spaß mit Garda. Tschüss.